Diesmal mache ich hier ein Video, das sich vornehmlich an die Entwickler von Shadowloader richtet, aber natürlich auch an die Community, denn die muss ja immer die Fehler suchen und finden. Ja, also es geht um vier Sachen. Rechts seht ihr die Liste aufgelistet, die habt ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und zwar, wir fangen am Anfang an, wenn ich ein Passwort setzen will, das wäre mein erster Kritikpunkt. Dazu nehme ich mir mal einfach hier so eine Testdatei. Ich kopiere mir die Linkadresse raus. Dann wird die Datei hier eingefügt. So, wenn ich jetzt hier ein Passwort setzen will, wenn es zum Beispiel ein ZIP-Archiv ist, das ja, entpackt werden soll. Ist zwar hier auch ein ZIP-Archiv, ist auch nicht passwortgeschützt, aber egal. Muss ich hier sehr kompliziert in diese Untermenüs Einstellungen und Download-Passwort setzen. Also das sind mir ein paar Klicks oder ein paar Bewegungen mit der Maus zu viel. Das ging ja früher auch einfacher. Würde mich freuen, wenn man es einfach anklicken könnte, die File, und entweder man hätte hier unten oder hier an der rechten Seite die Möglichkeit, das Passwort einzugeben. Dass man sich so über die Untermenüs navigieren muss, um das Download-Passwort einzugeben, das ging in den früheren Versionen eleganter. So, das wäre die erste Nummer, also mein Verbesserungsvorschlag hier halt eben rechts in der Leiste. Ja, dann, wenn man dann im Download letztendlich ist, und da habe ich irgendwie die Menüstruktur nicht verstanden. Zum Beispiel passiert es ja mal, dass ein Host nicht reagiert und man muss halt eben die Datei nochmal aktivieren, dass sie ja, fortgesetzt wird. Mein erstes Problem ist schon mal, ich verstehe nicht, was ist zum Beispiel hier fortsetzen oder was ist Download starten? Was ist da der Unterschied? Früher gab es ja noch aktivieren. Ja gut, zurücksetzen ist klar, da wird die ganze Datei gelöscht. Aber warum ist jetzt zum Beispiel Download starten hier und hier fortsetzen und zurücksetzen? Und warum muss man Einstellungen machen? Und mehr, also irgendwie solche Untermenüs erschließt sich mir auch nicht ganz. Und zum Beispiel ist es keine Einstellung im Browser, den Link zu öffnen. Das wäre vielleicht sogar mehr eigentlich. Eine Einstellung heißt ja immer, ich mache eine ja, Veränderung oder eine Manipulation, aber die mache ich ja hier gar nicht. Also Priorität setzen wir eine Einstellung, Kommentar setzen, Download-Passwort setzen oder Speicherort eingeben. Aber die ersten drei Sachen sind doch keine Einstellungen. Das sind ja nur Informationen, die ich für mich abrufen kann. Gut, das wäre das nächste. Vielleicht das nochmal komplett überdenken, weil, wie gesagt, ist nicht sehr verständlich. Dann, ja, die Drosselung ist fehlerhaft. Und zwar habe ich jetzt hier die Testfile von vorhin, die 1 GB-File drin. Ich starte jetzt hier gerade mal den Download. Und ich habe DSL 16.000, kündige ich schon mal an. Und dann sollte auch langsam die volle Geschwindigkeit mal hier einziehen. Jawohl, tut's auch. Also aktuell, wenn wir. Jetzt geht's wieder runter. Ja, doch, jetzt ist er da. Okay. Also wenn wir aktuell sehen, habe ich bei einer DSL 16.000-Verbindung ziemlich Full Speed eigentlich. Jetzt mache ich Folgendes. Jetzt drossel ich die Geschwindigkeit. Und zwar auf 1,8 MB pro Sekunde. Und wenn man das jetzt hier anschaut, dürfte das ja keinen Einfluss drauf haben, weil hier bin ich erst bei 1,6 MB. Und drüber geht's jetzt anscheinend auch nicht. 1,78, aber mehr auch nicht. Wenn ich jetzt hier die Drosselung einschalte mit 1,8 MB, ja, dann wird nämlich irgendwie auf, ja, dann drosselt es total runter. Für mich nicht ersichtlich, warum das so nach unten drosselt. Sind über 500 KB, 800 KB, ja, 500 wieder. Naja, also weiß ich nicht, was da falsch gelaufen ist. Ist auf jeden Fall schon die ganze Zeit in der Beta so. Da vielleicht nochmal drüber schauen. Und jetzt zur Vorbereitung zu dem Video ist mir was aufgefallen. Ich habe jetzt hier so eine Test-File-Seite. Die haben alle funktioniert, weil es ZIP-Files waren. Jetzt gehe ich mal hier auf die QSC-Seite. Und wenn ich zum Beispiel hier die 1 GB-File schnappe und die dann in den Linksammler stopfen will, ich stoppe jetzt hier mal den Download. So, die lösche ich mal raus. Erstens erkennt er sie schon gar nicht. Dann füge ich sie hier manuell hinzu. Gehe hier auf Weiter. Dann kommt die Meldung, dass keine Download-Links gefunden werden konnten. Bestätige ich hiermit Ja, dass nochmal gesucht werden soll, und er findet er nichts. Also irgendwie, JDownloader ist ja für mich auch ein vollwertiger Download-Manager geworden. Und dass ich jetzt Files überhaupt nicht runterladen kann, selbst nach manuellen Hinzufügen, auch sie müssen ja unabhängig von der Dateiendung ne, runterladbar sein. Okay, das wären jetzt meine Bitten, dass diese Sachen mal ein bisschen gefixt oder angegangen werden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Community ihr Feedback entweder in den Kommentaren hinterlässt oder halt Daumen hoch, Daumen runter, je nachdem, ob ihr meine Kritik teilt oder meine Verbesserungsvorschläge teilt.